を妨げるもの。おや、人間の子供もいるのか。あ、珍しいな、こんな場所にやってくるとは。50年ぶりの人間ではどれ、コフルトするか。ちょっと待って。ただ追われてただけで。待て。いや。Was war bitte? Das hier war eine Überraschung. Also. Ja, was soll ich sagen? Ich habe bis jetzt. Ich sollte das vielleicht aufstellen. Ich habe bis jetzt erstmal alles aufgespielt. Bin der ganzen Moralroute gefolgt. Und es sind sogar noch alle Charaktere da. Und für das Bild jetzt hier im Hintergrund habe ich mich dafür entschieden, einmal alle Digimon der Hauptcharaktere mit reinzunehmen, anstatt alle anderen, die ich sonst gefangen habe. Beim Trinken verschluckt, ich fasse es nicht. Aber ich muss sagen, es war nicht so einfach, wie man sich das hätte vorgestellt haben. Ich habe aber einen gewissen Punkt. Und dann habe ich mir auch eine Komplettlösung zur Rate gezogen. Einfach nur, um zu wissen, welche Antwort ich geben muss. Vor allem, um Rio zu retten, brauche ich mindestens eine Zuneigung von 30. Das war schon gar nicht so einfach. Muss ich sagen. Im Endeffekt habe ich ihn aber gerettet. Und Rio hat auch dabei geholfen, Shuji zu retten. Das heißt also, wir sind auf dem Weg, das wahre Ende zu finden. Weil es hieß ja, es ist. Das wahre Ende bekomme ich nur im New Game Plus. Also, und vor allem auch nur, weil ich alle Charaktere retten kann. Auf der Moralroute rette ich sowieso so gut wie alle. Im ersten Durchlauf natürlich Shuji und Rio nicht. Aber den Rest hätte ich ansonsten soweit gerettet. Und ich weiß nicht, ob es im ersten Durchlauf auch so gegangen wäre, dass wir wie jetzt Bayumon getroffen hätten. Keine Ahnung. Im Map-Defekt ist es jetzt was Neues. Und wir machen ab hier an nämlich weiter. Aber ich glaube, ich habe sogar später sowieso noch irgendwas dazu erzählt, wie schwer das war. Naja, werdet ihr auf jeden Fall sehen. Im Endeffekt machen wir jetzt erstmal hier den Kampf. Und das Geilste ist, dass ich sogar im New Game Plus die Digitation nutzen kann, die ich bisher freigespielt habe. Ob ich allerdings nochmal ein neues Game anfangen und dafür die Inbrunstroute wähle, um auch für Agumon alle anderen Digitationen zu bekommen, weiß ich nicht. Eigentlich sind mir die Virus-Versionen vollkommen egal. Es steht aber auch nur da oben, ne? Gut, dass sie nämlich eigentlich erst im Nachhinein aufweicht, zu dem Zeitpunkt, nämlich im Teamspeak war. Als ich so nebenbei immer ein bisschen gespielt habe und alles aufgespielt habe.
Und dann komme ich natürlich an diesen Punkt an, wo Bayhumon auftaucht. Und dann schließt er, oh Scheiße, was machst du jetzt? Schnell Aufnahme gedrückt. Damit ihr wenigstens diesen Kampf seht. Ich hätte natürlich auch warten können. Weil kurz darauf sind sowieso alle aus dem Team Speak verschwunden. Weil es schon ziemlich spät war. Ist ja aber nicht so schlimm. Der bewegt sich aber auch wirklich erst, bis wir ziemlich dicht dran sind. Und ich hatte, glaube ich, den Kampf sogar immer noch auf leicht gestellt gehabt. Bin mir jetzt nicht sicher, aber könnte so sein. Aber so wie es aussieht, ja doch. Aber war mir im Endeffekt auch erstmal egal gewesen. Mit Dino Rexmon habe ich eigentlich noch ein gutes, starkes Digimon. Die anderen haben nämlich noch nicht ihr Mega-Level bekommen.負けを認められない。そうじゃないと、お前の故郷。その通りだよ、タクマ。その強いタクマの気持ちと僕の気持ち、これ。 Aber ganz ehrlich, die Digitation zu Wargreymon sieht nochmal extrem geiler aus. Wargreymon! Agumon, 違うんだ. もうAgumonじゃん。そう。 Wargreymon. 驚くのはそこまでだ. Wargreymon hat recht. Raus aus der Schockstarre und jetzt den Gegner fertig machen. Auch wenn ich die Digitation zu Wargreymon nochmal wirklich extrem geiler finde. Alle Digitationen haben so ihren richtigen Wow-Moment. Wenn die Digiräder da so stehen und ihre digitierten Digimon anschauen, richtig geil. Gut. Das war jetzt der Kampf. Jetzt gibt es noch ein bisschen Gequassel. Und ich werde euch gleich nochmal mit einem hässlichen Willkommen zurückrufen. なかなかやりおる。もっと我と戦おうではないか。まずいぜ、タクマ。さすがにもう一回戦うのはきつい。はっきり言って。
Kedo, Nuko was so kideo. Tatakauska nai. Sokomade des, by whom? Karera no chikarawa. By whom? Then, Koi wa itai. Hoka ni mo. Sore ni. Karera no naka ni. 因縁を持つも。うん。そうだな。よく分からねえけど、とりあえず助かったのか。だと思うけど。アイフーモンとはまさか。 四聖獣、つまり主を封じている四体のうちの一体。正確にはあの方の従者の一人にすぎません。私たちは朝廷の命により乱世そう神獣の力を得て、そのために私たち五人は。そうか、そういう。 いまいちよくわからねえんだが、だと思う。今ですが、その力はあまりにも私たちの仲間の一人春近は、その力だから私と仲間は力と引き換えに人の心を、そして春近を縛るためこの梅風門と共にここに。しかし、 それも限界が来ています。あなた、限界が来るってどういうことですか？あの霧のことです。ここにいてもあの霧のせいでこの世界は少しずつ崩れるのを感じます。いえ、世界だけでなく 私も例外ではありません。つまり、この世界の崩壊の影響を受けて、この世界を守っているあなたたち限界が来ている。ええ、そうです。私がこの世界の崩壊がきっかけで、つまり、この世界を正せば、みゆきも取り、みゆき、僕たちの仲間の一人です。今は、そう。 彼女は今主に取り込まれ、奇妙な話ですね。取り込んだ人間を、いや、そうか、春近は彼女を使って、最後あのように危険な願いをまだ諦めていない。お願いです、みゆきを。 僕たちの世界もこの世界もそのためにもみゆきはどうしても助けたい。だが、その願いしかと受け止め。じゃあ、ならば他の四聖獣にあってあなたたちの力を、ここは西の祠、あなたたちの力は十分には四聖獣の力を使えば主を正気にも。 四聖獣の力、あなたたちが私と梅風門を知ったことで春近を抑え込む力がここはもう安全でしょうが、他の祠への襲撃はより激しくなる。ここよりも、はい、結界の力が弱まっているのは北、東、今や具体的な祠の所在は分からなくなりましたが、霧が立ち込めている。 霧を目印に北、東、うち、もう私も大丈夫だ、僕が覚えておく。にしてもややこしいな、バーッと集まってくんねえの。力が弱まっているってことだから難しいのかも。あとは。
Nanda, don't you get it? What does Tachiga Nashinakata Taigan? Und damit jetzt nochmal recht herzlich zu willkommen zurück zu Digimon Survive. Auf dem Weg zum wahren Ende. Ich habe einiges aufgespielt. Und mit dem, was eben kam, hätte ich es nicht gerechnet. Aber wir machen jetzt erstmal weiter. Denn ich hoffe, dass ich alles erklärt habe eben. Oder was weiß ich, was ich erzählen werde. Denn ich werde das ein bisschen zusammenschlagen, weil ich konnte nämlich in der Zeit eben nicht quatschen. Nein. Weil ich im Teamspeak saß. Der Nebel ist weg. Alles ist ruhig.青井さんも少し休んだ方がいいよ。私嬉しいのよ。みんなのお世話をできるの。そっか。うん。たくまくんが戻ってきて、みんなが活気づいたわ。私たちだけだったら心が折れていたはずだから。改めて。So, bevor ich jetzt hier aber erstmal weitermache, lass mich mal schnell einige Webseiten aufrufen. Denn ich habe mir diese Webseiten zur Hilfe genommen, oder zumindest die eine, damit ich auch wirklich alle retten kann. Und glaub mir, das ist... Oh. Das ist nicht sonderlich leicht gewesen. So, jetzt bin ich aber... Ich bin immer noch in Teil 10, soweit ich weiß. Oder besser gesagt, ich komme jetzt in Teil 10. Alle scheinen nach unserer Entdeckung zuversichtlich zu sein, nach Hause zu kommen. Ja, wir können alle zurück. Wir, Miyuki, jeder einzelne von uns. Also gut. Da müssen wir jetzt so schnell wie möglich diese Herrschaftsmonster finden. Richtig. つまり生贄がもっと欲しいってこと。じゃあもし生贄をもっと返してくれる。巫女を欲す。お前が手を組む相手として悪い選択。アルケニモンやピエモンはお前にとって期待外れだ。私ならもっとたくさんの人間をお前に捧げ。 何の話かと思えば元より役立つとは。私はあいつらとは違うんだ。すがりついてご機嫌を伺うだけじゃない。私には私の強い意志がある。そういう。もっと生贄を用意してくる。 So,すれば、この世界も救われるんだろう。Aber zum Glück habe ich hier noch was zu trinken. Linderung für den Hals, hoffe ich.
Gut. Das ist ja im Prinzip schon das, was wir kennen. Also vieles ist gleich. Wenn man alle retten möchte. Als ob. Aber es gibt natürlich auch viele, viele neue Texte, wenn man alle wirklich rennt. Ich habe sogar einen Moment gedacht, ich verliere Saki. Aber zum Glück war Ryo da gewesen. Dass sie auf... Nö, die Gedanken von Redamon. Nö. Die könnt ihr euch gerne durchlesen, aber im Prinzip kennen wir das schon. Ja, wenn ihr euch dran erinnert, hier haben wir beim letzten Mal Miu verloren. Mann, alles hat sich so sehr verändert. Chuchi ist zwar noch genauso ernst wie sonst, aber er denkt an unsere aller Sicherheit. Aoi trägt ihr Herz auf der Zunge und hält dadurch alle zusammen. Ryo ist ziemlich vorausschauend, könnte aber vorschnell handeln. Genau. Jetzt aber kurz was anderes. Die Zuneigung. Ich habe hier noch einiges aufzuholen. Am schnellsten werde ich wohl die Marke 70 mit Mio. Ne, mit Mio erwähnen, ja, aber mit Chuchi und Ryo haben. Aber ich muss hier einiges auch bei Aoi aufholen. Denn die Champion-Digitation
kommen automatisch. Allerdings, was die Level Ultra und Mega beinhaltet, hängt es von der Zuneigung ab. Habe ich bei allen eine Zuneigung von 30 oder höher, bekomme ich die Ultra Level. Habe ich eine Zuneigung von 70 und höher, kriege ich sogar auch das Mega Level dazu. Also ist ganz schön schwierig. Und da mir bei AOI jetzt noch was fehlt, auch wenn es jetzt nur 2 Punkte sind. Aber immerhin habe ich bei ihr jetzt auch eine Zuneigung von 50. いつまでも無事打ちしていたら何もできないまま死んでしまう。そんなの嫌だから頑張って強がっているのよ。葵さん、葵、無理は、もちろんよ。頑張っているのは私だけじゃないって知っているから。本当に強い子じゃの。全く驚かされ。お主らは本当に強いの。困難な道じゃろうが、 お主らなら、ありがとうございます。きっと。ええ、そのためにも次の行き先をみんなでよく考えましょう。Aber wenn ich mir so die Zuneigungspunkte von dem, der das hier alles aufgeschrieben hat, angucken nach paar 10 jetzt, ne? Sorry. Oha. Ob ich das so erreiche? Mit Aoi hat er eine Zuneigung von 59 gehabt. Mit Minoru 70, Rio 62, Shuti 63. Ob ich das packe? Südliche Parkwald freigeschaltet. Freie Kampf freigeschaltet. Na, ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall muss ich noch sagen, ich habe jetzt 8 Bewegungen, das heißt, ich muss ein bisschen. Warte mal, der ist im Süden, ne? Was heißt das, ist Osten? Ne. Wir haben den ja jetzt im Westen. Minoru ist bei Shuji, vielleicht sollte ich mit ihm reden, bevor ich losziehe. Hey, Takuma. Hm? Du glaubst wirklich an Miyuki, oder? Ja, sie wird wieder normal. Koste es, was es wolle. Und dann gehen wir alle nach Hause. Du bist echt was Besonderes, Alte. Ich glaube nicht, dass ich so sehr an Miyuki glauben kann. Aber Miyuki ist doch eine von uns, oder? Ja, schon klar, aber sie hat sich gegen uns gewandt. Und uns schon so oft angegriffen. Bist du sicher, dass der Meister sie nicht schon komplett übernommen hat? Das würde ich zwar gern sagen, aber ich habe derzeit keine Beweise dafür. Aber es geht nicht um Beweise. Wir müssen an Miyuki glauben und sie zurückhalten. Sie wird zwar manipuliert, ist aber noch am Leben. Das muss er doch begreifen. Genau.
Du begreifst das noch. Du begreifst das doch, oder, Minungu? Miyuki lebt, auch wenn der Meister sie kontrolliert. Der Professor ist zu ihr durchgedrungen. Wir schaffen das. Das bestimmt auch. Ja, da hast du wohl recht. Wenn du dir so sicher bist, dann werde ich auch daran glauben. Minoru, übertreiben wir es nicht. Vielleicht wird es so nicht laufen, nur vielleicht. Minoru, jetzt erzähl doch nicht solche Lügen. Du glaubst wirklich an dieses Mädchen. Halt den Mund, ich vertraue Takuma und doch ist selbst das keine Garantie, okay? Sowieso. Weiß ich es zu schätzen. Ich bin froh, dass du an das glaubst, was wir tun. Einmal ein Stückchen trinken. Na dann. Sie wird mir vielleicht nicht zuhören, aber ich stürme nicht einfach so in einen Kampf. Das ist gut. Deine Entschlossenheit ist bewundernswert, Minoru. Das ist immer total peinlich, wenn du mir Komplimente machst, Falcomon. Danke, ich bin mir sicher, dass Miyuki das auch zu schätzen weiß. Ja, auch daran glaube ich. Wieder ein Punkt näher, oder besser gesagt, 4 Punkte sogar. 4 Punkte näher an die 70 ran. Was ist denn, Shuji? Du siehst aus, als würde dich irgendwas beunruhigen. Wenn ich mir die anderen anschaue, frage ich mich, ob ich vielleicht nicht fürsorglich genug bin. Wie kommst du denn plötzlich da drauf? Mir kam nicht in den Sinn, mich zu verabschieden, sondern nur, was als nächstes ansteht. Da denke ich, dass mit mir vielleicht irgendwas nicht stimmt. Was? Nein, Shuji. Du legst dich richtig ins Zeug, um allen zu helfen. Ja, das finde ich auch. Das finde ich allerdings auch. Und deswegen gebe ich ihm die Antwort. Wenn Shuji nicht gewesen wäre, wäre... würden wir nie in die Gänge kommen. Ohne dich hätten wir diesen Ort vielleicht niemals verlassen. Du konzentrierst dich einfach darauf, was das Beste für alle ist. Du weißt ja nicht, wie viel mir das bedeutet. Achso, aber außerdem. Bisher haben wir ja nur immer darüber geredet, wer der Anführer ist. Es soll es ja Shuji sein und dann ist er ja... haben wir ihn ja leider verloren. Und in der Einzene haben sich sogar Shuji und Ryo unterhalten, dass Takuma, also wir, der Protagonist, eigentlich dafür am besten geeignet sind. Was ist mit dir, Takuma? Willst du dich nicht verabschieden? Nein, das passt schon. Mio braucht aber vielleicht noch etwas Zeit. Ja, immerhin war sie eine Weile hier die Königin. Ich hole sie, wenn es Zeit zu gehen ist. Danke, ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffen würde. Das überlasse ich dir, Takuma. Du bist ganz klar am besten dafür geeignet. Alles klar. So. Jetzt will ich zu AUI. Kaito ist bei AUI. Vielleicht sollte ich mit ihm darüber reden. Genau. Oh, jetzt kriege ich auch noch einen Niesanfall. Halt doch die Fresse. Ich frage mich, wohin die Kinder gehen. Machst du dir Sorgen wegen ihres neuen Zuhauses? Ja, ich frage mich, ob sie hier bleiben oder versuchen, einen anderen Ort zu finden.
Sie macht sich zu viele Sorgen. Immerhin leben sie in dieser Welt. Vielleicht sollte ich bei ihr bleiben, bis es ihr besser geht, anstatt zu viel zu reden. Ich glaube, es wäre am besten, sie alle zur Schule zu bringen, aber... Es wäre am besten, sie alle zur Schule zu bringen. Oh, gute Idee. Da ist viel Platz. Und es gibt genug zu essen. Nein, das wäre zwar verlockend, ist aber nur kompliziert. Kompliziert? Wieso das denn? Es gibt keinen sicheren Weg von hier dorthin. Außerdem müssen wir zum Schrein. Wir wissen nicht, ob es dort sicher ist. Die Kintsugu haben uns dort doch angegriffen. Oh, das stimmt. Machst du dir auch Sorgen um diesen Ort, Takuma? Ist dir das aufgefallen? Tut mir leid, ich wünschte, mir würde was Besseres einfallen. Oh nein. Warum bekomme ich eigentlich bei ihr immer so wenig Zuneigungspunkte? Aber sieht schon etwas besser aus, oder? Sehr gut. Außerdem haben sie Chichimon und... Ist schon in Ordnung, wir müssen ihnen einfach vertrauen. Du hast recht, ich werde an sie glauben. Jemand sollte ihm sagen, wie du dich empfindest, Aoi. Ich bin gleich wieder da. Na, Papa, warte, das ist wirklich nicht nötig. Und weg ist sie. Tja, sie will halt nur dein Bestes. Ich an der Stelle würde mich nicht so ärgern. Gut, dann sprechen wir jetzt nochmal mit Kaito. Hey Kaito, was ist los? Willst du dich nicht verabschieden? Immerhin haben sie sich auch um Mio gekümmert. Ich lasse Mio sich selbst verabschieden. Ich wollte noch über einiges nachdenken. Zum Beispiel? Wirkt das nicht so, als hätten wir uns sehr entwickelt, seit Mio hier Königin war? Schon komisch. Diese Welt ist so klein, aber ich habe das Gefühl, wir sind weit gereist. Hey, ist es nicht ein bisschen zu früh für Sentimentalitäten? Ach, sei ruhig. Es ist weder zu früh noch zu spät. Takuma, was meinst du dazu? Ich glaube, ich verstehe, worauf Kaito hinaus will. Hier ist so schrecklich viel passiert. Aber gibt es diese Unterhaltung nicht immer im Film, bevor jemand stirbt? Schiss beiseite, vor uns liegt noch ein weiter Weg. Hoffentlich bleiben sie konzentriert. Deswegen gib mir ähnlich, Kaito. Wir sind noch nicht so lange hier, aber trotzdem fühlt es sich an, als wären wir vor einer Ewigkeit hergekommen. Gut, ich will jetzt aber erstmal sagen, was das für diese Folge. In der nächsten Folge gucken wir mal weiter, wie es weitergeht auf dem Weg zum wahren Ende. Bis dahin allerdings habt ihr erstmal ein bisschen Geduld. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Auch gerne einen Kommentar, würde mich riesig drüber freuen. Ansonsten, wenn euch die Videos gefallen, lasst doch gerne ein Abo auf den Kanal da. Tut nicht weh, kostet nichts. Vergesst dabei aber natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Links kommt ihr noch zu einem weiteren Video, was YouTube euch vorschlägt. Und rechts ist die Playlist zu Digimon Survive. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.